Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Longboy. Mein Name ist Seltas oder einfach nur Marc und wöchentlich grüßt das Project Longboy Tier. Da sind wir wieder. Neue Folge, neues Glück und keine Ahnung, was man sonst noch so sagt. Wie ihr seht, levelmäßig hat sich ein bisschen was getan. Der Mönch ist jetzt auf Stufe 104. Er war, glaube ich, ursprünglich auf Stufe 102. Ich versuche da jetzt immer so ein bisschen die Legion Invasions mitzunehmen, ne? Die, wie jeder weiß mittlerweile, die geben ultra viel XP. Ein mittleres bis kleineres Wunder ist passiert. Der Schurke ist jetzt Stufe 18 von Stufe 7. Also, den habe ich mal so nebenbei einfach mal durch ein paar Dungeons gejagt, ganz entspannt. Sonst ist nicht allzu viel passiert. Der Demon Hunter, ja, der setzt auch langsam wieder Staub an. So ein paar Spinnenweben könnt ihr vielleicht schon erkennen. Ne? Also auch nicht zu besonders passiert. Ich muss da nochmal bei den Berufen nachgucken. Ich wollte ja eigentlich Ingenieurskunst, aber anderes Thema. Druide hat sich so nicht viel getan. Wir gucken gleich mal Ingame rein, reden wir ein bisschen darüber, was sich alles getan hat. Beziehungsweise was wir alles gefarmt haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir kurz einen Cut und wir sehen uns einfach Ingame. Bis gleich, Leute. Jo, und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, ich befinde mich hier auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt. Und da kommen wir direkt auch schon zu Punkt 1. Was habe ich hier getan? Ich habe, wo haben wir es? Genau da, Dunkelmond Feuerwasser gefarmt, denn auf Argent Dawn kostet das Zeug einfach 200 Gold und ganz ehrlich, ich hab keinen Bock, das zu kaufen. Ich fahre mir das lieber selbst am Anfang eines jeden Monats, ne? Ihr wisst ja, Dunkelmond findet am ersten Sonntag des Monats statt, eine Woche lang. Und wie ich vielleicht, oder wie ihr vielleicht schon mal in einem Guide gesehen habt von mir, man kann Dunkelmond Feuerwasser farmen, indem man hier die Küste langläuft und, Schiffswracktrümmer aufangelt. Da können dann Kisten drin sein, die wiederum Dunkelmond Feuerwasser beinhalten. Bop, 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 bop. Ja, ne? Was hat sich sonst so getan? Was habe ich gemacht diese Woche? Ich habe Zul'Farrak gefarmt, weil, ja, teilweise. Ey, Alec, hier, nimm mir jetzt hier nicht hier. Junge, ich will nicht, dass du hier am Weg bist. Weil ich einfach nochmal ein bisschen meinen Transmog aufstocken wollte, habe ich ein bisschen gefarmt. Weiß ich nicht, ich glaube, ein, zwei Stunden mehr nicht. Ich habe immer noch ultra viel bei meinem Voldun-Farmspot gefarmt. Kann ich euch nur empfehlen, wirklich, das bringt zurzeit so viel Gold, wenn ihr Fliegen habt. Das ist dann so broken, Link dazu findet ihr jetzt nochmal oben in der Infocard. Der Farm, Leute, wenn ihr Fliegen habt in BFA, testet es einfach aus, macht es. Das ist Wahnsinn, wie viel Zeug man da einfach erfarmt. By the way, ich weiß nicht, ob es jetzt schon diesen Samstag kommen wird oder nächsten Samstag, aber ich führe eine schöne Tabelle gerade drüber, was ich so alles erfarmt habe. Ich bin fleißig am Farm, da sind auf jeden Fall schon ein paar Stunden reingeflossen und da soll definitiv mal ein Video zukommen. Kommt alles, ne? Bababab. Was habe ich sonst noch so getan? Ich habe ein paar Rohgold-Farms gemacht, das heißt, ich habe wieder mal ein paar HC-Dungeons abgefarmt, also MOP, nee, warte, was? MOP? Nee, WOD! Stimmt, ich bin in WOD rumgelaufen und ich habe da unter anderem Highmall gefarmt, auf Mythic und auf HC und ich habe auf HC die coole Faustwaffe bekommen von Kargard. Warte, ich zeig dir. Die ist richtig cool. Wo haben wir das? Abenteuerführer, Schlachtzüge, WOD, Hochfels, Kargard und da auf HC. Da habe ich hier die bekommen. Alle Klassen. Da, die Messerfaust. Die ist so cool. Die ist so cool, die Waffe. Die habe ich bekommen, war ich richtig happy drüber. Sonst weiß ich nicht. Genau, Schwarzwaldsgießerei habe ich noch auf Mythisch abgefarmt. Da nochmal, wie gesagt, vielen Dank für den Tipp, dass man auch den Schwarzfelsofen, Schmelzofen, wie auch immer man das Ding nennt, solo killen kann. Habe ich mal wieder getan. Ja, und dann, glaube ich, habe ich noch in MOP vorbeigeschaut. Da habe ich mal wieder ein paar LFR-Flügel abgefarmt, einfach fürs Rohgold. Ein paar Transmog-Teile so, ne, das Übliche. Und, ach ja, genau, ich habe im Tarnaan-Dschungel jetzt wieder angefangen, also, ne, WOD, Höllenfeuer, Halbinsel, ich gehe da mal hin, warte mal, wo sehen wir das? Noch ein bisschen weiter raus, hier, Draenor, Tarnaan-Dschungel. Hier seht ihr ja die drei Rare-Mobs, ne? Smash'em, Grab, Dracum und Gonda. Die drei droppen Spielzeuge und wie ihr jetzt hier im Screenshot sehen könnt, mir ist tatsächlich ein Spielzeug gedroppt. War ich richtig froh drum, sind wieder ein paar tausend Gold und ganz ehrlich, diese Rare Mobs, die könnt ihr so einfach killen, einfach in die Garnison porten, kurz rüberfliegen, einmal zack, 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 die Typen one-shotten und go. Ihr habt immer die Chance einmal pro Tag, dass das Zeug da droppt und die paar tausend Gold, die nehme ich gerne mit. Wie gesagt,
Das habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Also wir haben Zul'Farah gewoldun, wir haben Transmog gefarmt. Ich glaube, das war es tatsächlich schon. Ich habe die restliche Zeit wirklich dafür benutzt, um ein bisschen zu leveln, um so ein bisschen Charakterpflege zu betreiben. Also es war im Prinzip recht viel Alltag, in Anführungszeichen. Aber wie ihr vielleicht gleich auf dem Auktionshaus-Char sehen werdet, es ist doch ein bisschen Gold bei rumgekommen. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt mal hier einen Cut. Haben wir, glaube ich, schon genug auf dem Druiden hier ein bisschen Zeit verbracht. Hier. Obwohl, das ist eigentlich ganz schick, ne? Mir gefällt das Mog eigentlich ganz gern. Leute, mal kurz eine allgemeine Frage. Was für Sets mockt ihr gerne? Mein Lieblings-Transmog-Set ist locker das T6-Set. Also von so ziemlich jeder Klasse. Also, und ich finde, das ist ganz cool. Ne? Es ist ein bisschen Geschmackssache, ich weiß, aber gefällt mir ganz cool, gut. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so gerne auf eure Chars mockt. Würde mich mal interessieren. Ich bin da ja so ein kleiner Transmog-Fetischist, ne? Also, ich habe mir auch immer gerne, weiß nicht, ob ihr es noch kennt, von der Amenitra. Die hat immer so Haustier-Guides gemacht und auch ab und zu so Transmog-Videos. Habe ich immer gerne mal reingeschaut, um mir so ein paar Ideen zu holen. War immer ganz cool. Ja, vielleicht mache ich mal irgendwann mal Transmog-Wettbewerb. schöne Spielerei. Ja, wir sehen uns gleich auf dem Auktionshaus-Char, ne? Tschüssi. Hallöchen. Und da sind wir auf dem Auktionshaus-Char, diesem wunderschönen kleinen Gnomen. Also, was ist die letzte Woche passiert? Was haben wir alles verkauft bekommen? Wir schauen einfach mal direkt nach, ne? Ich würde sagen, wir schauen einfach mal in den Briefkasten rein. So, zack, was haben wir hier? Zuallererst, ja gut, eine Menge Transmog, das noch abgelaufen ist. Das würde ich sagen, sammeln wir einfach mal ein. Kann sein, dass ich zwischendurch vielleicht nochmal kurz einen Cut machen muss, um die ganzen Sachen neu reinzustellen, ne? Weil wir haben ja nur bedingt Platz in den Taschen. Deswegen würde ich sagen, werde ich wahrscheinlich gleich, wenn ich Platz mache, einmal kurz einen Cut machen, um damit ihr nicht irgendeinen Quatsch sehen müsst. Ne? Hier ab und zu den Loading-Screen zu sehen, ist, glaube ich, schon hart genug, ne? Sauder Tobak. Aber, ja. Hust, hust. Schauen wir mal. Also, was haben wir hier sonst noch? Ja, okay. Noch eine Menge mehr Transmog. Wie ihr seht, ich war wirklich in Zul'Farah. Ich habe mal wieder die Taschen voll mit Zeugs hier. Das ist ganz cool, die Smaragd-Brustplatte. Ist auf diesem Server leider nicht so viel wert. Aber, ich sag mal so, besser als nix. So, jetzt stelle ich das Ganze kurz nochmal rein. Jo. Junge, 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 hat hier nur ewig und drei Tage gebraucht. Schauen wir jetzt mal rein, was hat sich so getan? Okay, das erste Paar Gold, was ich hier sehe. Ankerkraut, sehr schön. 60 verkauft, 4000 Gold, das nehme ich. Abhandlung hat sich auch mittlerweile verkauft für 2000 Gold. What the fuck, okay, das ist extrem teuer. Finde ich gut, abgelaufen nehmen wir nochmal mit, würde ich sagen. Sonst ein bisschen Transmog, wie ihr hier seht, ne? Auch das verzählt sich so Stück für Stück, immer so ein paar hundert Gold. Finde ich gut, ganz ehrlich. Ich will da keine Milliardenbeträge für jedes einzelne Transmog-Stück. Ich bin froh, wenn ich da Stück für Stück was verkauft kriege, ne, dann langsam nährt sich das Eichhörnchen, ne? Kennt ihr jeder von uns den Spruch? So, schauen wir mal wieder rein. Was hat sich sonst noch so getan? 70.000 Gold, what? Jo, ach ja, genau, die Jadebeinplatten haben sich verkauft, Leute. 30.000 Gold auf diesem Server. Und wie ihr hier seht, noch Monolith-Erz, ganz viele Mets, noch Transmog, noch mehr Mets, hier das alles, zack, zack, zack. Alles aus dem Voldun-Farm-Spot, ne, wie gesagt, Link oben in der Infocard. Farmt das, das ist wirklich geiles Gold, solltet ihr immer mitnehmen. Solltet ihr vor allem farmen. Wie gesagt, wenn ihr Fliegen habt, ist es einfach noch geiler, das ist Zucker. Ja, 70.000 Gold nehme ich aber sehr gerne mit. Wie ihr seht, unser Goldbestand, Junge, 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 da steigt ja echt ins Unermessliche. Oh, aber ich sehe, unser Spielzeug hat sich leider nicht verkauft. Das ist das Spielzeug, was von dem I'm Rare aus der Höllenfeuer-Halbinsel beziehungsweise aus dem Tanaan-Jungle gedroppt ist. Ne? Hier dieses Spielzeug. Seit 2000 Gold schwankt immer so ein bisschen. Ne? Das ist immer, wie viele Leute stellen gerade rein, wie viele noch nicht. Behalten es gerade noch in den Taschen. Hier sehen wir nochmal 20.000 Gold. Nochmal eine Menge mehr Akundas Biss. Ein bisschen Sternmoos, ein Triumbarren. Ein Arkanitbarren hat sich auch verkauft. Sehr schön. Ein bisschen Transmog hier noch. Da noch ein paar Mets. Hier noch ein paar Mets. Junge, Junge, Junge. Wie ihr seht, Alter, diese Mets, ne, die gehen weg wie warme Semmel. Nehme ich auch mal mit.
Es summiert sich, meine Freunde, ne? Das ist, ihr seht, es sind keine hunderttausender Goldbeträge, sondern es sind mehrere hundert Goldbeträge, mehrere tausend Goldbeträge. Es summiert sich einfach unterm Strich. So, wie viel haben wir jetzt insgesamt? 650.000 Gold. Alter Schwede. Das heißt, wir haben fast 100.000 Gold in einer Woche gemacht. Junge, 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 das ist ein Schnitt. Freut mich, finde ich geil. Freunde, wie ihr seht, das Projekt geht echt langsam voran. Gut, es könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden mit dem Project Longboy, wenn der Longboy wirklich schon in ein paar Monaten kommt. Entfernt wird, so meine ich das. Aber bisher sind wir auf einem guten Weg, würde ich sagen, ne? Also, freut mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute wieder ein bisschen Gold einsammeln konnten. Hoffen wir mal, dass es in der nächsten Woche wieder so wird. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall dranbleiben mit Voldun. Das ist der Farm ist einfach oh, viel zu geil. Und sonst, ich will auf jeden Fall nochmal die Berufe ein bisschen in Angriff nehmen von dem Demon Hunter. Ich glaube, mal langsam so mit dem Himmelsgolem zu starten, das wäre, glaube ich, mal was. Ein bisschen mehr MOP-Mats will ich vielleicht farmen, ein bisschen mehr Geisteisenerz, ein paar Arkanitbarren möchte ich auf jeden Fall auch nochmal machen nächste Woche. Also so ein bisschen das Übliche und vielleicht mal ein paar WOD-Mats auszuprobieren, das wäre vielleicht auch mal was. Gibt da ja ein paar coole Sachen, ne? So ein paar flüchtige Elemente und sowas, die man immer mal wieder abfarmen kann. Mal gucken, was sich da ergibt, meine Freunde, aber wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie ihr seht, das ist so geil, Alter. 56.000 Gold. Wir haben am Anfang so Schwierigkeiten gehabt, Gold zu machen und jetzt geht das echt voran. Das freut mich wirklich. Deswegen, meine Freunde, und auch danke für den Support aus den letzten Folgen. Das Project Longboy kommt anscheinend bei euch gut an und es freut mich wirklich, dass ihr mich da ja, so mitverfolgt, dass ihr mir auch immer Tipps geben könnt oder Tipps gebt, wo ich immer noch farmen kann und sowas. Dürft ihr, by the way, jetzt auch wieder machen, ne? Wo soll ich mal nächste Woche mal so schauen? Wo habt ihr vielleicht die vergangene Zeit mal gefarmt? Haut's mal unten in die Kommentare. Ich bring gerne mal so ein bisschen Abwechslung in meine Farms rein, deswegen habt ihr einen coolen Spot? Haut's mal unten in die Comments. Würde ich sehr gerne mal vorbeischauen und ja, wie gesagt, meine Freunde, sonst vielen Dank für euren Support. Falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, dürft ihr es natürlich auch noch sehr gerne nachholen. Ne? Werdet ein Teil des Teams, meine Freunde. Wir sind hier echt eine echt coole Gruppe. Macht wirklich Spaß mit euch. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dürft ihr natürlich auch noch sehr gerne ein Like da lassen und das Ganze, ne? Social Media, twitch.tv/seitdasgaming. Kennt ihr ja. Den ganzen Spaß kennt ihr ja. Deswegen, meine Freunde, ich glaube, ich mache jetzt hier mal Ende mit dem Video. Ja, wie ihr seht, die Endcard ist mal wieder hier am Start, ne? Ich weiß nicht, was habt ihr sonst noch so letzte Woche gemacht, ne? Ein bisschen gechillt habe ich, ein bisschen Classic habe ich wieder gespielt. Könnt ihr mir auch nochmal unten in die Comments schreiben, was ihr so gemacht habt, ne? Also Leute, tschüss, ja. Und so wie der Gnome verabschiede ich mich jetzt auch, also. Oder rein, ne? Tschüss.